So, liebe Leute, wir stehen hier gerade vor der Villa von Josef Goebbels, die Bogensee-Villa. Ich bin nämlich jetzt gerade ein paar Tage in Brandenburg unterwegs, auf Brandenburg-Tour. Und heute bin ich mit dem Kanalmitglied Sebastian unterwegs. Und der wollte mir hier diese Location zeigen. Ich habe sie schon bestimmt 4-5 Jahre auf dem Schirm gehabt, wusste aber, dass das hier irgendwie alles so halb bewirtschaftet ist. Ich kenne andere Urbexer, die waren mal hier, wollten mit dem Hausmeister irgendwie quatschen, ob sie irgendwo reinkommen. Der hat aber irgendwie gar nicht drauf reagiert, ist einfach an denen vorbeigelaufen. Da dachte ich, ach komm, lohnt sich nicht. Jetzt gibt es hier aber aktuell so ein bisschen Möglichkeiten, in einzelne Gebäude reinzukommen. Und jetzt stehen wir hier halt direkt gerade vor der Goebbels Villa. Da werden wir allerdings heute wahrscheinlich eher nicht reinkommen, denn da muss man mit dem Hausmeister kooperieren, sonst ist das Ding dicht. Es gibt aber hier ein paar andere Gebäude, die auch ganz interessant sind, wo wir reinkommen werden. So, hier haben wir den lieben Sebastian. Hi. Starke Mütze. Ich habe die UW-Mütze, er hat die Unknown Worlds-Mütze. Allerdings ist der Shop aktuell zu. Keine Werbung am Rande, der Shop ist aktuell zu, da ich ja jetzt demnächst nach Schweden umziehen werde. Deswegen, könnt ihr aktuell keine Mützen kaufen. Ist natürlich eigentlich ein bisschen dumm, weil jetzt Winter ist, aber naja, scheiß drauf. So, wir werden jetzt auf jeden Fall zu den Gebäuden weiterlaufen, wo wir hoffentlich reinkommen werden. Wollte aber die Intro hier ganz gerne von dieser Goebbels Villa machen, die ja doch schon ziemlich majestätisch aussieht, muss man sagen. Gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, das ist hier natürlich krass groß. Ja, das sind hier die Bettenhäuser, wo dann die Studenten oder die Schüler der Hochschule halt ihre Pension. Ja, es ist geil. Es ist so richtiges 2016, 2017 Feeling. Noch so am Anfang, wo man noch auf diese verlassenen Gelände gelaufen ist hier in Brandenburg, dachte jeder Moment hier könnte der Wachschutz um die Ecke kommen. Schön im Winter mit Handschuhen und Mütze. Das hatte ich jetzt mehrere Jahre auf jeden Fall nicht mehr. Aber das ist krass. Das ist richtiges Oldschool-Feeling hier. Ich muss ehrlich sagen, so jetzt inzwischen juckt mich eigentlich der Wachschutz überhaupt nicht mehr. Sollte jetzt hier wirklich Wachschutz um die Ecke kommen, würde ich sagen, keine Ahnung, unser Hund ist jetzt hier gerade raufgelaufen oder ich habe hier eben komische Schreie gehört. Wir wollten nachgucken, was hier los ist. So. Irgendwie, ich bin ja so an dem Punkt, wo ich der Wachschutz gar nicht mehr interessiert. Solange ich nicht über irgendeinen Zaun klettern muss oder so. Das ist natürlich dann nochmal kritisch, aber so. Wir sind hier ganz entspannt auf dieses freie Gelände raufgelaufen. Und nach uns die Sintflut. Wo dann am besten? Ja, wir suchen ja gerade. Wir dürfen nicht so rumlaufen auf dem Gelände hier. Vom Wachdienst hier oder? Wo sind wir denn hier kommen? Ich glaube so aus der Richtung. Wir haben uns ein bisschen verlaufen, wollten eigentlich ganz woanders hin. Und plötzlich waren wir hier in dem Gelände. Ja, scheiße. Wir stellen uns einfach ganz kurz. Das sieht ja alles hier irgendwie gleich aus, ne? Bis auf das ein paar Häuser eingerichtet sind. Und die kann ich. Ja. Ja, wie gesagt, wir wollten auch gerade hier irgendwo rein, wollten eigentlich nur spazieren und uns das alles ein bisschen angucken von außen. Ja, von außen. Und dann sind wir natürlich nicht mehr raus aus dem Gelände.
nächste Mal. Jo, bedanken gehen. Schönen Sonntag. Ja. Schönen Sonntag. Also hier müssen wir lang. Hier. Auf dem Weg und dann immer rechts halten. Gut. Beim Landhaus vorbei und dann rechts runter. Okay, okay. Super. Das danke. Ich runter, ja. Auf den Parkplatz. Hm. Okay. Super. Gut, schönen Sonntag noch. So, ihr habt es gerade auch mitbekommen, wir wurden vom Wachschutz des Geländes verwiesen, allerdings alles auf sehr entspannter Basis, weil wir auch halt sehr entspannt sind. Müsst ihr mal abschätzen, wie der Wachschutz reagiert, ob er jetzt rennt, ob er auch aggressiv seid oder ob er halt auch ganz cool und ach, das wusste ich gar nicht seid und dann, ja, war auf jeden Fall sehr entspannt. Wir sind entspannt, wir sind jetzt wieder vom Gelände runter und ja, 2 Minuten vor sage ich schon noch, ich habe hier 2016, 2017 Vibes. Was das Einzige, was noch gefehlt hat, ist vom Wachschutz erwischt zu werden. Zack, kommt der Wachschutz um die Ecke. Wie von Gott bestellt. Naja, wir checken jetzt hier erstmal ein paar andere Gebäude ab. Endzeitmäßig geil. Geile Atmosphäre. Auch mit dem Baum da oben. Es geht aber sehr tief hier. Ja. Wofür ist das? Mein Wasser. Ja, ich meine. Wir können hier nicht drüber rum. Nee. Vielleicht war hier eine Fertigstrecke. Zoll, Alter. Nicht schlecht. Oh, von 2015 die Zeitung, aha. Fußball Europa League. Inter Mailand gegen VfL Wolfsburg. Interessant, ey. KDW-Überfall. Ab Sommer rollt der erste Berliner E-Bus. Piloten streiken. Die Welt. So, wir sind jetzt hier in dem ersten Gebäude drin. Werden aber hier drin so gut wie nicht reden. Weil natürlich draußen der Wachschutz noch patrouilliert und wenn er uns jetzt hier drin erwischt, wäre natürlich RIP. Deswegen werden wir jetzt hier drin nur noch flüstern und versuchen, nicht gesehen zu werden.
Alter. Holy shit, ey. Boah. Das ist richtig, richtig geil. Wofür ist der Strom da? Das sind Trocknungsgeräte, um das Gebäude. Luftentfeuchter mit dem. Ja. Ah, geil, Alter. Brauche ich auch einen in Schweden. Aber wahrscheinlich nicht so ein Teil. Da wurden wir jetzt eben irgendwo erwischt, schnell da unten. Ja, stimmt da. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja. Das sind die oberen. Ja. Parteitag der SED, Rede von Khrushchev, ah ne, okay. Alter. Okay. Krass.
ist das der? Oh mein Gott. Alter. Das ist ja Todesretro. Stark. Ansage. Da ist noch ein Licht an. Da hinten ist noch ein Licht an. Okay. Das Gefühl, jetzt fängt wie so ein Countdown an, ja, wo wir raus müssen. Scheiße, Alter. So, liebe Leute, es ist inzwischen Nacht geworden. Es ist auch ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt schon ein paar andere Locations abgecheckt, aber ich habe vergessen, eine Outro aufzunehmen. Aber was soll ich sagen?
Also es ist eine super heftige Location. Es ist die alte, was war das, der alte Saal der FDJ-Hochschule, Plenarsaal. In die Goebbels-Villa sind wir natürlich nicht reingekommen. Mal gucken, ob man in Zukunft nochmal irgendwas organisieren kann, da mit dem Hausmeister oder so, das wird sich zeigen. Vom Wachschutz erwischt, hatte ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr. War aber alles super human, hat uns einfach vom Gelände runter begleitet und wir konnten wieder gehen. Klar ist danach so eine gewisse Anspannung, denn noch da weiterzumachen, weil wenn man nochmal erwischt wird, dann wird es langsam schwierig mit den Ausreden. Vor allen Dingen, weil wir ja gesagt haben, wir haben uns verlaufen. Aber wir hatten Glück, wir sind durchgekommen. Riesiger, krasser Saal. Geile Rezeption, wo noch komplett Strom angeht. Plötzlich gingen alle Lichter an. Wie heftig ist das denn? Die Glastür geht einfach auf. Oben Projektorraum. Die ganzen kleinen Räume, wo die Leute drin saßen und da die Reden zugehört haben von dem Saal. Heftige Location. Das war wirklich exklusiver Zutritt, den wir jetzt da drin hatten. Sebastian meinte auch schon, er hat da wohl erst ein einziges Video zugesehen, dass da jemand drin war. Das ist noch komplett unbekannt. Und man kommt auch jetzt nicht mehr rein nach dem Video. Also ihr müsst da gar nicht erst hingehen. Das ist jetzt wieder alles komplett dicht. Da haben Bauarbeiten stattgefunden. Jetzt ist alles wieder zu. Also geht gar nicht erst hin. Ihr kommt nicht mehr rein. Guckt lieber das Video hier an und genießt es. Und ja. Gut, ich würde sagen, Sebastian und ich sind jetzt noch ein bisschen auf Tour. Der Sonntag ist noch lang. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.